Frühstück und ein festes Dach über dem Kopf. Und Zeit, sich auch um die kleineren Probleme des Lebens zu kümmern. Schau, dass die Fliegen nicht ans Essen gehen. Vor 3 Jahren hat Taifun Haiyan das Haus der philippinischen Familie Ilosorio komplett zerstört. 2 Jahre lang lebten sie in einer behelfsmäßigen Unterkunft. Seit einigen Monaten haben sie, dank Caritas Schweiz und der Glückskette, ein neues, sicheres Zuhause. Für mich ist es ein gutes Gefühl, endlich eine sichere Bleibe zu haben, auch bei Unwetter. Besonders, weil die Kinder ja noch so klein sind. Eine sichere Bleibe. Die Einwohner der Insel Bantayan hatten wenig, um sich zu schützen, als der stärkste jemals gemessene Taifun über ihre Insel hinwegfegte. Das Ausmaß der Zerstörung war gigantisch. Haiyan tötete mehr als 7000 Menschen. Hunderttausende waren ohne Unterkunft, auch Familie Ilosorio. Heute bewohnt die Familie eines von 1200 Häusern, die die Caritas Schweiz auf Bantayan neu gebaut hat. Als wir nach dem Taifun zurückkamen, stand hier nichts mehr. Das war die totale Zerstörung. Wir hatten alles verloren. Es gab nicht mal mehr einen Ort, wo wir uns vor der Sonne hätten schützen können. Und fertig. Für die Größte ist es Zeit, in die Schule zu gehen. Auch einige der schwer beschädigten Schulen auf Bantayan wurden nach dem Taifun von Caritas Schweiz wieder aufgebaut. Heute dienen sie den Menschen auch als Zufluchtsort im Fall einer neuen Katastrophe. Einen schönen Vormittag. Da hinten sind deine Kameraden. Auch 3 Jahre nach dem Taifun gibt es noch Menschen ohne sichere Bleibe. Viele Einwohner der Insel verdienen wie Noel ihren Lebensunterhalt mit dem Bau weiterer Häuser für die Ärmsten. Häuser, die ihr Leben verändern. Früher hatten wir keine Sicherheit. Und die Häuser waren einfach schlecht. Es hat oft hereingeregnet. Jetzt haben wir wirklich gute Häuser. Die künftigen Hausbesitzer packen mit an. Das ist Teil des Abkommens. Und für Mittellose wie Alexander Miranda ein Quell von Anerkennung und Lebensglück. Für mich ist es wichtig, mich zu engagieren, hier wirklich mitzuarbeiten. Ich möchte nicht einfach die Hand aufhalten. Ich bin stolz darauf, meinen Teil beizutragen. Ein neues Zuhause und neues Lebensglück. Allein auf Bantayan für mehr als 1200 Familien.